Leute und große Fragen. Will der Gott, dass die Menschen tot sind? Das war von allen Fragen, die du mir gestellt hast, die schwierigste. Die ist echt am allerschwersten. Denn es ist so, dass ich nicht glaube, dass Gott will, dass wir Menschen traurig sind. Und wenn jemand stirbt, zum Beispiel die Oma oder der Opa, dann ist man eigentlich traurig, weil jemand hier bei uns fehlt. Dann gibt es aber in der Bibel, ich habe nämlich extra mal nochmal nachgeguckt, gibt es eine Stelle, da wird gesagt, dass ein Mensch nicht älter werden darf als 120 Jahre. Das Leben wird begrenzt auf 120 Jahre. Deshalb, ich kann es dir gar nicht so genau sagen, ob Gott das will oder nicht. Weil eigentlich passt das eine zum anderen ja nicht. Ich glaube aber, dass Gott auf jeden Fall will, dass die Menschen irgendwann bei ihm sind, um es richtig gut zu haben, dass es allen Menschen wirklich gut geht. Und ich glaube, dass er dafür dann seinen Himmel aufgemacht hat. Denn alles, was hier auf der Erde ist, das weißt du ja auch, jede Blume, jedes Tier, die leben ja nicht ewig. Ne? Und von daher hat Gott, glaube ich, einen Ort geschaffen, wo all die Dinge, die nicht mehr sein sollen hier bei uns, gut aufgehoben werden. Und ich glaube, dass es total toll ist, dass wir uns an so Menschen erinnern. Zum Beispiel an die Oma.